Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft mit Chewie Films. Hallo. So, was wollen wir denn mal heute schaffen? Ja, was steht an? Ich muss mir noch ein bisschen was für die Burg überlegen. Ja. Da fehlt noch ein bisschen Bauplan. Da müssen wir uns noch einen Architekt einladen. Oh, hast du hier eine schöne Brücke? Ja, ich wollte, dass man so in die Burg reinkommt irgendwie. Aha. Wie mache ich das? Naja, ich gehe in unser Haus. Okay. Ich bin gerade am überlegen, Monsterfalle wollte ich auch nochmal weitermachen. Aber irgendwie denke ich mir gerade, Monsterfalle könnte ein bisschen langweilig sein, da die ganze Zeit rumzuhängen. So. Aha. Schnapp ich mir meine Schöppe. Ich mache mal ein paar neue Kisten. Jo. So könnten wir auch relativ zügig dann in die Burg mal bauen. So ein Lagerraum. Sortiere ich jetzt den ganzen Käse ein. So. Wenn ich mal so überlege hier, dann könnte man da ein bisschen Brot unterwegs. Ich weiß nicht, wie groß ich die Burg machen soll, ist das Problem. XXL. So. Das ist schon wieder fast zu groß. Ma. Reicht aber auf. Und du bist unten jetzt schon in der Höhle oder was machst du gerade? Ich muss noch ein paar Sachen hier im Haus zusammensuchen. Okay. Haben wir hier noch ein bisschen Clean Stone? Sauber. So. Warte. Karotten mit von unserem Ausflug letztens. Ja, ich mache mir gerade Ofenkartoffeln, dann habe ich was zum Essen. Ja, gut. So, Kartoffeln habe ich auch noch mit. Ich sortiere mal ein bisschen. Whetstone brauche ich nicht. Kies brauche ich gerade auch nicht. Glas, Lehm. Nee. Alles unnütz. Jo. Und Steak. Ja, zu essen brauchen wir auf jeden Fall auf Dauer nochmal eine zuverlässige Versorgung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich kraften wollte. Haben wir noch Holz? Also wenn da nichts ist, dann nicht. Okay, dann haben wir kein Holz mehr. Das ist blöd, dann müssen wir mal wieder was farmen gehen. So. Ah, nimm auf. Danke. So, ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Cleanstones backen. Davon brauchen wir raue Mengen für die Burg. So. Ich bin auch Level 8, obwohl ich ja, glaube ich, in der letzten Aufnahme gestorben bin. Ich, ach man, wir haben kein Holz für Sticks. Oh, das ist peinlich. Dann müssen wir gleich mal farmen gehen. Ja, ich wollte gerade, aber ich habe keine Axt. Eine Axt habe ich noch, eine halb kaputte. Oh, dann gib die mir mal. Sogar Eisen. Ich komme zu dir. Hauptsache, ich habe es auf die Mauer gelegt. Ich bin ja groß genug, ich komme da ja ran. Ja, Kante. Klar. So. Ich muss ein bisschen auf meinen Hunger achten hier. Boah, dieses nur. Zufallssystem, ne? Man kloppt 100 Mal da auf das Holz drauf ein, ne? Oder auf den Baum mit dem Bone Meal ein, ne? Und dann kommt so ein Pissbaum drin, wo meine Blätter steht.
Oder entweder sowas Riesengroßes, wo man 2 Jahre lang abholzt. Ja, das ist oft so, das ist echt ärgerlich. Teilweise. Ich bin gerade überlegen, wie groß macht man denn so einen vernünftigen, so einen richtigen Turm? Gebratenes Schweinefleisch. Knall ich mir mal einmal in die Kiemen. Ach, ich brauche auch Essen. Ich habe jetzt nur ein Steak dabei. Ich habe auch nicht genug Kobbel. Ja, dann werde ich gleich mal. So. Gut. Aber Eisen haben wir erstmal ganz gut. Ja. Dann Ich gehe werde ich trotzdem mal. noch mal in eine Höhle. Ja. Ich werde jetzt gleich ein bisschen Cobblestone farmen, denke ich. Weil ich brauche die noch. Du kannst ja in der Monsterfalle direkt machen. Ja, genau. Hatte ich vor. So, dann schnappe ich mir mal eine Schippe. Wie viel zünd den Baum hier gleich an? Rasthaus. Hey, ist so ehrlich so. Ich hab doch jetzt da keinen Bock, 100 Jahre lang rumzukruschen. Das kotzt mich schon immer an. Ich habe letztens im Let's Play Part von mir 2 solcher Riesenbäume gefällt, ne? Der ganze Part war vorbei. Nur durch 2 solche Riesenbäume. Ja, das ist ab und zu echt blöd. Also ich muss auch sagen, ich möchte hier gerne eine richtige Holzplantage haben, irgendwo in der Nähe, fällt mir gerade so ein. Weißt du, wo man die dann so ein bisschen angereiht aufstellt. Ich hole mir jetzt ein Feuerzeug, das ist mir zu dumm. Man könnte auch so einen Burggarten machen, das wäre vielleicht auch ganz cool. Boah, ich bin so dumm, nicht? Jetzt habe ich mir eine Axt gecraftet. Ich wollte doch eine Schippe, eine Spitzhacke haben. Also wenn du eine brauchst, dann gönn dir die. Hier lege ich sie dir rein, eine Ja, neue Eisenaxt. außer Holz. Ich habe noch ein ganz klein bisschen im Inventar. Das ist ein klein bisschen mehr. Okay. So, das sollte erstmal reichen. Was wollte ich denn jetzt? Das habe ich vergessen. Ach ja, ein Feuerzeug. Da brauche ich Flint für. Haben wir schon Flint? Ja, haben wir. Ja, klar. Alles. So. Aber jetzt erstmal ein bisschen farmen. Ja, Und die scheiß Monster komm. fallen eben dann 2 hoch, ne? Ja, wegen Irgendwie ist das für Enderman. mich so ungewohnt. Ich habe die früher immer 4 hoch gemacht, wenn ich eigene gebaut habe. Ja. Ja, 4 hoch. Habe ich letztens bei German Let's Play reingeguckt, der macht die 5 hoch. Da habe ich mir gedacht, ja, Enderman, Spielplatz hoch 5, oder was? Ja, aber das sieht geil aus. Können die sich stapeln? Das ist so eine richtige Halle. Mehr oder weniger. Ma, und ich brenne hier die ganze Zeit, ey. So. Weh, der Verbaum brennt nicht bis auf die Kiemen. Gibt's aber Ärger. Ja, so ein Feuerzeug kann ab und zu schon sehr praktisch sein beim Bäume fällen. Da, ey, Ich habe da ja auch hätte ich doch letztens wohl den noch. Holzfäller-Simulator mal für 10 Parts gehabt. Ja, hab ich gesehen. Der war Mein ja auch Güte. ganz tricky. Da kriegst du doch die Kotzerei bei. Da komm ich da jetzt da oben nicht ran. Muss verrecken nicht. So. Hier noch ein bisschen Kohle. So, aber jetzt hier. Jetzt verbrennst du auf einmal toll. Ich baue mich da jetzt hoch und fackel das Beton. Na, jetzt falle ich von dem scheiß Erdstift hier runter. Das Total Holz will ich komisch, jetzt auch die, nicht mehr. Spawning Grounds so niedrig zu machen. So, verbrenne dämliches Holz. Gehst du schlafen kurz für uns beide? Oh, cool. Ich habe hier unten übrigens permanent hell gehabt. Obwohl hier kaum Fackeln stehen eigentlich. Aber naja. Spielst du eigentlich auf hell oder auf düster? Düster. Okay. Wenn die Parts Derzeit. kleiner. Ja. Und oder mittlerweile auch wieder auf normal. Mir ist das zu doof, über das Meer zu fahren und dann weiß. Sieht die ganze Zeit blau. Ja. Mach ich normal, ist der Part ungefähr 100 MB kleiner. Ja, ich habe immer auf hell im Let's Play. So. Mir ist die Partgröße ja eigentlich mittlerweile total egal, weil ich entweder nachts oder wenn ich in der Schule bin, hochlade. Und Jetzt wenn geht die dann an Axt ist, mit dann dem ist Baum an. kaputt. Da war noch eine zweite Eisenaxt, ne? Ja, es war zum Glück nur noch 3 Holzstücke, die habe ich jetzt per Hand abgebaut.
Also da ist noch eine frische, wenn du weitermachen willst. Ja, ich mach direkt mal weiter, dann haben wir ein bisschen Vorrat. Ja, das wäre mal ganz gut, glaube ich. Ein paar Reserven. Eisen haben wir erstmal genug, Dias haben wir auch schon ein paar. Das läuft ja schon teilweise ganz gut. Einige haben ja auch gedacht, ich würde zum Paar 200 ein Minecraft-Special machen mit Diamanten suchen. Das war ja auch sehr lustig. Hä? Da habe ich auf einmal Kommentare gekriegt, ja, kannst du morgen mal dann Special machen zum Landwischer Slaughter Part 100, wo du in Minecraft mit Chewie Diamanten suchst, das könnte ja so gut. Hä? WTF, was sind das denn für komische Leute? Ich fand's ganz cool. Ein Landwischer Slaughter und Minecraft Special, ja genau. Ich habe auch irgendwann mal so unter uns beiden vor, in Eurotruck mal Test Drive einzubinden. Dass man dann von einem Auto überholt wird und dann auf einmal so umschaltet in das Auto, weißt du? Aha. Das finde ich auch noch irgendwie ganz lustig. Ganz geckig. Das ist aber eine sehr lebhafte Fantasie. Ja. Und schaltet das Auto um, ne? Das ist ein Driver aus San Francisco. Ja, so ungefähr. So. So, hoffentlich ist der hinten jetzt der ganze... Nein, scheiße, jetzt brennt der das Haus. Unser. Ja. Ja, dann schnapp dir einen Eimer. So. Alter, es geht sau schnell, die Ebenen hier auszugraben. Was wenn die so klein sind. Eine Steinhacke? Eisen. Man könnte die auch noch komplett mit Kobbel auslegen. Nee. Damit die Monster schön gemütlich haben. Weil, ich meine, die Spawnrate ist auf natürlich gesetzten Blöcken höher als auf selbstgesetzten Blöcken. Oh, okay. Ja, ja, als ich jung war, da war das noch nicht. Die Wände kannst du allerdings aus selbstgesetzten Blöcken machen, da die erstens nicht zur Spawnrate beitragen und zweitens dann überhaupt nicht vom Enderman abgebaut werden können. Ach, das ist geil. Weil die messen dann so ein schickes Obsidian oder so. So gar nicht übertrieben. Holen wir uns einen gewissen Gast hier rein, der mal ein bisschen Obsidian farmt. Ja, der hat da bestimmt Bock drauf. Wenn der immer noch so Obsidian geil ist. So. Aber das geht ja eigentlich sehr schnell voran. Ich dachte, hier Monsterfall hat wird ein Megaprojekt über viele hundert Parts. Und das wäre es wahrscheinlich auch bei mir auch schnell. Ja, aber ich bin einfach meine Monsterfallen gewöhnt, weißt du? Die waren alle immer so ein bisschen too much. Ja. Darf's jetzt nicht mehr machen wegen Endermans, weil sie die Blöcke klauen. Ja, das ist auch assi. Sollen wir noch ein Mob-Trennsystem einbauen? Könnte man machen, glaube ich. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Dann drückst du auf Creeper und bekommst Creeper anstatt, was weiß ich, ja, Zombies. Aber eigentlich ist das auch egal. Naja, ist ganz nett. Es wird gegessen, was unten rauskommt. Immer schön runtergeschluckt, ne? Genau, die ganzen Monster. So. Aber hier, das geht eigentlich relativ zügig, finde ich, mit dem Spawning Ground. Das ist krass. Normalerweise habe ich da wirklich teilweise Stunden. Ja, man muss doch irgendwie betonen, dass das mehr als Stunden. Nochmal ein paar Stunden drauf und so. Oh Gott sei Dank, ey, die letzten zwei Baumhühnen ist noch ein Baum gewachsen. Ah, ups, fast runtergefallen. So. Jetzt ist, ich glaub das nicht, das scheiß Feuerzeug hat seine Arbeit nicht verrichtet. Jetzt ist da noch so ein Kackholzstück da in der Dingens. So, das ist jetzt auch angebrannt. Irgendwie möchte ich mir was überlegen, dass man vom Burg, vom Burghof aus die Spawning Grounds sieht. Auch wenn das eventuell dann der oberste Spawning Ground unnütz ist. Aber irgendwie sähe das geil aus. So, ich habe meinen Soll erfüllt. Jetzt gehe ich AFK. Nee. Heißt ja eben auf Toilette, ne? Ja, ja. Auf Klo heißt das. Müsst ihr wissen, ne? Also, wenn ihr irgendwo ein Online-Rollenspiel, keine Ahnung, was für welchen, das Wort AFK seht, dann wisst ihr jetzt, das heißt auf Klo. Natürlich. Auch in England. Also, das ist eigentlich so ein internationales Wort wie Blitzkrieg.
Daher haben die Engländer einfach keine Übersetzung für auf Klo. Dann müssen die die deutsche Abkürzung AFK nehmen. Die deutsche. Ja. Mhm. Ähnlich man von meinen Zuschauern hat sich jetzt auch an den Kopf gefasst. So. Glasscheibe, ich weiß denke, nicht genau, wie groß ich die scheiß Burg machen soll, Mann. Dann machst du doch einfach so groß, freie Schnauze so. Ja, ich hab, weißt du, ich überlege, ob das hier der Haupteingang wird, diese Brücke, oder der Seiteneingang. Ja, ich hab zur Not noch TNT, ne, also. Ja, sag mal, Seiten- oder Haupteingang? Boah, keine Ahnung, das wirkt ein bisschen mickrig für einen Haupteingang. Ja, das habe ich mir nicht auch gedacht. Man könnte das hier zu dieser Ebene öffnen, den Haupteingang, wo ich gerade stehe, dass wir ein bisschen abtragen. Weil ja, hier genau. Müssen wir dann so einen ganz großen Berg abtragen. Dann machst du vielleicht eine, wenn du unbedingt eine Brücke haben willst, eine 5 breite Brücke oder... Na, ich würde dir den vielleicht so als Seiteneingang lassen und hier dann noch einen anderen machen. Ja. Geht ja auch. Wäre vielleicht auch noch eine Option. So. 1, 2, 3... 5, 6. Ui! Bam. Oh nice, mit Spaltenanschluss. Man könnte hier eine Brücke über die Spalte machen, das sieht ja vielleicht auch geil aus. Ja, bestimmt. Und, oh Gott. 3, 4, 5, 6. Boah, jetzt hatte ich Angst. Jetzt wäre ich da fast runtergefallen hier in die Spalte. Hä, ich glaube, das ist die. Warte mal. Das ist unsere Startspalte hier sozusagen. Nee, wo ich hier gerade drin bin, in der Höhle. Ach so. Okay, das... Hä, nee. Die ist unterirdisch. Die hat keine Öffnung. Komplett. Aber ich bin hier noch nicht ganz durchgelaufen. Soweit ich das sehen kann, hat die keine Öffnung. Die ist komplett unterirdisch. Okay. Ich schreibe mich in so ein Pedo an auf Skype. Bestimmt Leon. ja, das war's auch schon wieder von diesem Part hier. Ich sehe gerade, wir haben schon wieder schöne Überlänge. Tschüss.